Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zurück zu Skyrim mit mir, dem Robin und was ist hier los? Da komme ich nicht hoch. Da weht eine Flagge im Wind oder ein Banner. Besser gesagt. Alter, was ist denn das hier für ein fettes Loch? Habe ich schon mal, das habe ich in der letzten Folge gesagt, ne? Habe ich eigentlich keine richtigen Handschuhe an? Gibt's sowas nicht bei dem Set? Oder bin ich jetzt einfach nur doof und hab die nicht angehabt? Schon besser. Ich weiß nicht, warum ich die nicht anhab, aber... So, da sitzt ein Toter. Da liegt ein Toter. Da hinten muss ich wahrscheinlich Strom machen wieder, damit es angeht. Ah, ne, sind Felsen, okay. Hier ist alles tot, was willst du denn? Ach, du heilige Scheiße, was wird denn das hier für ein Boss-Battle, ey? Da muss ich hier die Dinger aktivieren und dann... Mit? Kann ich das von hier aus machen mit irgendwie hier diesem Kugelblitz? Nicht Feuerblitz, Funken sind die Dinger, das heißt... Heißt es Blitz? Eisblitz. Alles klar. Da schon mal nix. Setze ich mir jetzt arrogant auf den Sims hier. Gucken wir die Gegend an und versuch's nochmal. Cheat the system. Cheat the system. So, mal, dann muss ich jetzt wieder immer wieder dasselbe greifen, weil das brauche ich jetzt hier. Oh. Gibt noch einen einsamen. Wieso kam gerade da so eine Bindung oder so? Oh, ich wollte doch eigentlich nur... Hä? Hallo? Hallo? Das ist nicht nett. Wo steht denn der? Ah, da steht er. Und bam! Ich weiß nicht, wo dieser komische... Da. So. Wie? Wow. Hey, 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 hey. Entspann dich. Wieso brenne ich wegen euch? Bäm. Alter. Ja, ja, ja. Oh, war ein bisschen hochgezählt, ja, gebe ich zu. Oh, in den Lauf, voll in den Rücken. So, was muss ich jetzt machen? So, ich gehe mal raus. Komm, scheiß drauf. Wir müssen ja auch mal richtig da Rede und Antwort stehen. So, das ist nix, das ist nix. Das nehme ich doch gerne an mich. Die goldenen Knochen nehme ich auch wieder mit. Das ist einer. Das ist einer. What, dude? Wir müssen reden. Ich sagte ja, dass es noch ein Hindernis geben würde. Hier ist es. Wisst ihr, was das ist? Ein Schloss.
Ein Klangschloss. Einfach und sehr, sehr tödlich. Seht ihr die Resonatoren dort oben? Schlagt sie in der richtigen Reihenfolge, dann sollten die Türen aufgehen. Ach so. Wenn ihr einen Fehler macht, nun, ihr habt ja gesehen, was bei mir passiert ist. Erdbeben. Oder was? Ich dachte, ich wäre auf alles vorbereitet. Aber wie kann man sich auf ein verdammtes Erdbeben vorbereiten? Und das war nur eine der Fallen. Seht euch um. Wer weiß, was dieses Ding noch alles bereithält. Also, ihr könntet dort weitermachen, wo ich einst aufhörte. Meine Notizen sollten noch in meinem Tagebuch stehen, falls ihr sie lesen könnt. Nun denn, vielleicht findet sich bei einem unserer Vorgänger ein Hinweis. Das war schon mal von den Entwicklern schon mal wieder mal ein Tipp. Ich muss mir einen von denen angucken. Der wurde gesteinigt. Ich nehme mal hier an mich, ne? Alter! Alter! Das habe ich. Oder war das die? Wie viele Pfeile? Ihr könntet euch noch etwas umsehen. Vielleicht weißt du. Abenteuer, Papierfetzen, sehr gut. Unser Mann. Nehme mit. Nehme mit. Nehme mit. Nehme mit. Nehme mit. Nehme mit. Goldene Knochen nehme ich mit. Papierfetzen. Okay, also das ist 3, das ist 2. Aber sag mir nicht, die hätte auch noch die 3 gemacht. Warte mal kurz. Tagebuch von der. Ich wollte gerade sagen, was ist. Aber das ist nicht so rum. Weil ich meine, das ist gerade Himmelsrand, aber das könnten auch genauso gut die 5 Felder sein. Aber vielleicht hätte ich es anders aufgeschrieben. Auch so ein Symbolen. Ah, da. 1, das ist 2. Bei dem anderen wissen wir, dass er die 3 nicht geht. Was hat die denn da gemacht? Achso, die hat dann aufgeschrieben, welche Dinger die gemacht hat. Also links ist 1, rechts ist 2. Wir wissen ja durch den anderen Abenteuer, dass wir da rechts oben 3 haben, das heißt also quasi, ich habe jetzt leider keinen Pfeil, mit dem ich zeigen kann. Oder kann ich so machen? Also wenn hier 1, 2, 3, 4, 5 wären, dann wäre hier 1, 2, 3. Heißt einfach, müssen wir noch gucken, was 4 und was 5 ist. Gut. Blitze. Vielleicht findet ihr irgendein Muster in der Reihenfolge. Die meisten dieser Schlösser haben irgendein Muster. 1, 2, 3... 4, 5. Ja. Mal gucken. Wie soll ich denn jetzt da oben hinkommen? Wollt ihr mich denn jetzt hier fertig machen oder was? Guter Witz. Komme ich da irgendwie hoch, dass ich den links aktivieren kann? Oder wie soll ich das aktivieren? Gehen wir erstmal hier lang. Wir haben ja schon die ersten 2 gemacht. Vielleicht komme ich hier oben auf eine höhere Posi. Okay, ich gehe noch weiter runter. Nope, alles klar.
Vielleicht, wenn ich den Schlag, die Attacke, mein Gott, bündel, vielleicht fliegt er dann weiter. Mal gucken. Hier komme ich nämlich nicht hoch, aber ich muss ja irgendwie oben. Ja, geht doch. Ich würde jetzt theoretisch sagen, nach rechts, nach oben und dann darunter. Das heißt, das Ding ist, ich muss halt gerade diesen scheiß Hebel treffen da. Damit. Jawohl. Ernsthaft. Was, du hast es. Ich habe es, nicht du hast es. Das ist sie. So. Ist oben noch was drauf? Nö, nichts Wichtiges. Ja, das mit, das mit, das mit, das mit, das damit. Na komm, nehmen wir den massiven mit, weil da kriegen wir immerhin noch 5 raus. Na komm. So. Dann haben wir hier eine Truhe, da haben wir das drin und das. Dann nehmen wir uns erstmal hinten die Truhe. Das, 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 das. Reicht. Das da. Ja. Noch was? Okay. Also, ist es wahr? Hm? Lasst mal sehen. Seht euch den Rand an. Hier ist ein Schnitt. Ein präziser Schnitt. Hättet ihr noch ein Stück in ähnlicher Größe, würde es einschnappen. Ich habe einmal eine Zeichnung davon gesehen. Dieser Splitter ist Teil eines Schlüssels. Ein Schlüssel aus reinem Ethereum. Der Schlüssel zur Schmiede. Wir müssen natürlich noch die anderen Teile finden. Es müsste noch 3 weitere geben. What? Eines für jede der 4 Städte, die an der Schmiede mitgearbeitet haben. In meinem Tagebuch hatte ich eine Karte. Damit sollten wir anfangen. Okay. Wir müssen noch immer die Schmiede finden. Ich hatte einen Hinweis, wo sie ist. Es gibt viel zu tun. Ich mache mich auf den Weg und suche nach Hinweisen. Wir sehen uns bald wieder. Bestimmt. Nach so langer Zeit habe ich das erste Mal das Gefühl, dass dass wir es schaffen können. Und das habe ich euch zu verdanken. Vielen Dank. Und weg ist sie. Okay. Und oh, finde ich geil. Also das, ich kannte die Höhle hier noch gar nicht. Also mit Klangschloss. Ich bin gespannt, was in den anderen Schmieden abgeht, wenn bei der ersten das schon so anzieht. Oh nein. Ja, ja, genau. Ich dachte, F6 war schnell speichern. Ne, F5 war das, glaube ich, war. Aber wir wissen es ja jetzt. Ist das eigentlich kein Hexenwerk mehr? Dann überlege ich gerade. Ach, wir sind hier. Dann rushen wir jetzt gerade mal hier durch. Dann rüsten wir uns auch schon mal das aus. Weil Gegner dürften jetzt keine mehr kommen, weil wir dann direkt eigentlich den. Hier bin ich abgestürzt. Ach, wir sind erst hier. Gott, das ist natürlich jetzt doof.
Da ist mein Bogen. Da, auf dem Baumstamm. Ich hatte mich schon gefragt, was damit passiert ist. Passt für mich gut darauf auf. Hopp, hopp. So, jetzt aber fix hinterher. So. Es geht los. Oh, aua. Und go. Wartet. Wir müssen reden. Ich sagte ja, dass es... Wisst ihr, was das... Sie geht ihr... Das weiß ich doch. Dann passiert irgendwas. Jawohl. Ich habe es. Sie ist, manchmal hat sie so einen leichten Ego-Trip, habe ich so das Gefühl. Dann, ich hoffe mal, ich muss nicht am Ende noch drauf aufpassen. Also auf mich, dann in dem Sinne. Das ist sie. Weil jetzt kommt sie halt mir echt noch extrem dankbar vor, aber... Bei diesen, immer wenn so Charakter immer so Ego-Trips auf einmal anziehen, also so mit reinbringen, habe ich irgendwie das Gefühl, die versuchen immer alles über sich ans Ruder zu reißen, so. Was ich nicht so ganz unterstütze. Also ist. Ja, könnte sein, könnte sein. Ja, ja, schon. Genau, genau, genau. So was habe ich auch gedacht. War so ungefähr mein Gedanke. Ja, kein Problem. Das ist echt in Ordnung. Also, du kannst da echt dich komplett auf mich verlassen. Also, ja, das ist ja auch okay. Also, ich meine, ja, ne? Also, wir können ja hier Best Buddies und so sein. Best Buddies und so. Aber, ja, ne? Ich muss hier los, ne? Muss Pfeile sammeln und so, kennst du ja. Altbewährtes Problem. So. Und tschüss. Und nach! Ja. Das war jetzt nochmal die Höhle. Schloss war so einfach, habe ich direkt nochmal gelöst. Verdammt. Also diesmal. Schnell speichern. Ich versuche es erstmal so. Yes, cool. Wie komme ich jetzt hier nochmal raus? Genau, darüber. Oh, Alter. Den Schrei habe ich vorhin erst aktiviert, also als ich gerade ins Wasser gekommen bin. Die sieht ein bisschen aus wie, ich habe es vergessen. Mein Hus ist kalt von Weißlauf. Naja. Diddle. Da hoch und dann zurück. Okay. Komme ich hierher? Komme ich da hoch? Ich hab's vergessen. Ich geh mal hier entlang. Und Feuer. Ich glaube, ich bin richtig. Ja, ich glaube, ich bin richtig. So, wäre ich jetzt hier runtergesprungen, was wäre dann passiert? Das habe ich sogar gemacht, ja, passiert nichts. Gut. Schön, dass wir es auch geklärt haben. So, ich frage mich jetzt, wann die wiederkommt, ob dann irgendwas Bestimmtes passieren muss, also ob ich jetzt irgendwo in einer anderen Quest quasi weiterkommen muss und dann das aktiviert wird, weil ich meine, wir haben ja auch verschiedene andere Quests, wie jetzt beispielsweise, warte mal, das muss ich jetzt gerade mal gucken, haben wir, das müssten wir eigentlich schon gemacht haben. Ja, hier, altes Wissen, das war ja auch so ein Wema-Kram, den haben wir schon fertig gemacht, jawohl, abgefrühstückt, den Kollegen, da oben ist so ein... eine Geburtsstätte von einem Drachen, beziehungsweise da, wo er vergraben wurde, aber da wurden sie wieder auferstanden. Deswegen Grabstätte. So, jetzt müssen wir nur... Warte, wie muss ich jetzt am besten laufen? Wir sind hier wieder in der normalen Welt, du kannst die Weltkarte auspacken, Kleiner. So.
geradeaus. Heißt, das ist auf jeden Fall unser Weg, den wir jetzt gehen müssen. Ich sehe Ziegen. Jawohl, natürlich. Und tschüss. Flieg ins Weltall. Was ist da? Ah, das ist ein Schädel. Oder das ist ein Dotter-Ei. Ah, das ist ein Schädel. Ha, sonst nix. So. Ich hoffe mal generell, dass jetzt nicht allzu sehr bemerkbar ist gerade. Ich habe momentan halt einen Ventilator wieder laufen. Auf niedrige Stufe. Und ich hoffe mal, dass jetzt nicht so krass bemerkbar ist, weil es ist einfach so warm hier. Ich habe schon mal, glaube ich, eine Folge von Slime Ranger angesagt. Es ist halt einfach hier, momentan mein Zimmer ist halt einfach auf der Sonnenseite und das ist einfach die Hölle. Doch, nochmal so ein Ei. Jawoll. Nochmal so ein Ei, jawoll. Ich sammle heute wieder alle E6. So, hier ist nichts, okay. Noch so ein Ei. Eieiei. Ich muss jetzt hier wieder eine Kurve machen am besten. Dass ich da hinkomme. Ich bin, glaube ich, hier noch gar nicht entlang gelaufen, kann das sein? Oh, 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 was? Tschüss. Bong. Und weg. Das ist so krass, wie die von dieser, von der Magie und sowas so weggehauen werden. Finde ich mega witzig. Schönen Zerstörung leveln. Leveln. Ach nö, komm. Hat gerade angefangen Spaß zu machen. Ich wünsche mir ehrlich gesagt so ein bisschen für Skyrim, ob es ein Mod ist oder halt irgendwie, ich fände es echt geil, wenn die es irgendwie als DLC mit reinpacken könnten, irgendwie, also selber machen würden. Dass es halt nicht nur Drachen gibt, die halt so riesengroß sind, sondern halt auch andere Dinge. Ich weiß nicht, es gab mal einen Mod, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es ein Easter Egg oder ein Mod war, dass es an verschiedenen Punkten in Skyrim Tiere gibt, die extrem groß waren. Zum Beispiel eine Spinne, also Spinnen haben wir ja schon gesehen, dass sie extrem groß sein können. Aber es gab eine, die halt extrem gigantisch war. Also so Größe von einem Drachen oder sowas. Ich glaube, das war ein Mod, was ich damals mal gesehen habe. Bin mir aber nicht sicher. Oh, was ist das? Ist doch nicht mal auf der Karte irgendwas. Okay. Darf ich jetzt nicht vergessen. Da liegt schon wieder ein Ei. Da hinten liegt, da steht eine Ziege. Da oben ist eine komische Burg. Hier unten ist nichts. Aber hier ist doch der Weg. Wieso bin ich denn nicht einfach hier links lang gelaufen und dachte mir nur so, wop. Wahrscheinlich habe ich nicht drauf geachtet, wo das Ziel ist. Ja, ist wahrscheinlich das Problem gewesen. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir natürlich da wieder reingehen, machen wir hier an dieser Stelle einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, wie immer zumindest, und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut und haut rein!